Der scheue Lieblingsdirigent der Wiener Philharmoniker ist ein seltener Gast an den Dirigentenpulten der Welt. Dennoch eröffnete er bereits zum dritten Mal den traditionellen Hausball der Wiener Philharmoniker mit der Ouvertüre zum Zigeunerbaron. Kleiber erntete vom begeisterten Publikum Standing Ovations, wie schon zuvor Bundespräsidentengattin Edith Kestil, als sie an der Seite von Philharmoniker-Vorstand Werner Wesel in den Goldenen Saal einzog. Ihr Mann hatte ja aus beruflichen Gründen alle Bälle außer dem Opernball abgesagt. Philharmonikerball seit meiner Jugend wunderschön und den kann uns die ganze Welt beneiden. Wer hat das schon in einem goldenen Saal mit einem derartigen Aufwand und mit einer Freude, wo jeder beteiligt ist? Die Philharmoniker schenken uns, den Wienern, diesen Ball und das finde ich großartig. US-Botschafterin Swan Hunt tanzte ihren ersten Walzer auf ihrem ersten Philharmonikerball. Ich bin von den Western United States, ja, Vereinigten Staaten, die Beste, ja, mit Cowboys und Cowgirls. Also das ist etwas ganz anderes. Es ist auch mein erster Ball hier und das ist ganz toll. Also nächstes Jahr wieder auf jeden Fall. Also im Jahr 1954, wie ich Student war, habe ich diesen Ball, 54 sind das 40 Jahre, ja, als Student eröffnet. Sehr aufgeregt als erstes Paar damals mit einer sehr schönen Dame. Ich habe die ersten zwei Bälle hier gemacht, Philharmonikerbälle. Und dann bin ich erst in die Oper gegangen und habe dann den Opernball gemacht. Also die Philharmoniker sind meine Lehre und ich komme immer zu meinen Lehrern in großer Dankbarkeit und Liebe zurück. Das A und O jedes Ballfestes ist natürlich der Dreivierteltakt. Ich kann nicht ganz schlecht Walzer. Auch recht ganz schlecht. Alle anderen Tänze schwindle ich mich mit drei Schritten durch. Die passen auf alles, außer am Walzer, das nicht so sehr gut. Links, aber obwohl ich beim Ellmeier gelernt habe noch. Ich war ein Schüler vom Ellmeier, der schlechteste, den ich je hatte. Aber ich war beim alten Ellmeier. Und der das vitale Lebensgefühl an seine äußerste Grenze treibt. Kleiber wird aber auch der große Schwierige, der geniale Aussteiger und der Weltmeister der Selbstverweigerung genannt. Beim Philharmonikerball waren Dirigent und Orchester das, was man so gerne als eine große Familie bezeichnet. Auch bei einer Tournee durch Mexiko gab es für Kleiber und die Musiker einzigartige Triumphe. Ein Jahr später, 1982, folgte der große Krach. Kleiber probte bestimmte Passagen von Beethovens 4. Symphonie gründlicher, als es das Orchester von anderen berühmten Dirigenten gewohnt war, vermeinte den Unwillen der Musiker zu spüren, verließ nicht nur fluchtartig die Probe, sondern auch Wien und hatte mit seiner Abreise 5 Konzerte, einen Fernsehfilm und Schallplattenaufnahmen platzen lassen. Der Schaden ging sowohl für das Orchester als auch für Kleiber in die Millionen. Haben Sie so das Gefühl, dass er sich das leisten kann, dass ihm da das Geld dann ganz egal ist? Er hat ja selbst auch immer wieder Schaden. Das Geld ist ihm sicher ganz egal. Er hat noch nie etwas wegen des Geldes getan, zugesagt. Aber es ist ihm dann auch ganz gleichgültig, wenn etwas daneben geht, dann kümmert er sich ums Geld am allerwenigsten und dann tut er das, was er für richtig hält. Und das kann er sich leisten? Ja, anscheinend. Denn oder lebt er so einfach? Obwohl ich ja sagen muss, bei uns ist er nicht abgefahren. In der Wiener Oper hat er Carmen probenmäßig durchgestanden und hat die Aufführung ohne jede Schwierigkeit zu Ende dirigiert. Auch bei Karmann gab es einige Spannung. Bei der Hauptprobe schien es fast so, als wäre Kleiber abgereist. Der angebliche Grund dafür, eine defekte Gegensprechanlage. Das Orchester hat eine Weile auf Kleiber gewartet und dann das Vorspiel zum ersten Akt ohne Dirigenten gespielt.
Die Premiere wurde vom österreichischen Fernsehen direkt übertragen und Kleiber hatte sich weder durch das Fernsehlicht noch durch die Kameras irritiert gezeigt. Seine Carmen wurde 1978 ein großer Erfolg. Mit den Philharmonikern dirigierte er noch einige wenige Konzerte, hatte den bereits erwähnten Krach und blieb der Staatsoper volle 7 Jahre fern. Als Egon Seefellner nach Lorin Marcel abermals Direktor der Wiener Staatsoper wurde, gelang es ihm Kleiber für 3 Vorstellungen von La Bohème mit Stars wie Mirella Freni und Luciano Pavarotti nach Wien zu engagieren. Wie ist es Ihnen gelungen, Carlos Kleiber zu engagieren? Mit Intensivität und Glück. Und mit der festen Absicht, Herrn Kleiber der Wiener Staatsoper wieder zurückzugewinnen. Wie schwierig war es? Ja, zuerst war es nicht leicht, aber dann... Sind Sie ihm nachgefahren? Ich bin nach München gefahren und habe mit ihm geredet und war doch also erstaunt, wie schnell er dann zugesagt hat. Was ist das Schwierige an Carlos Kleiber? Es ist, die Schwierigkeit ist die, ihn zu überzeugen, dass alles so klappen wird, wie er sich das vorstellt und dass auch nicht das Geringste geschieht, um die Perfektion, die er erwartet, nicht zu gefährden. Wie hoch sind diese Vorstellungen, wenn Sie so mit ihm sprechen? So ziemlich das Höchste, was man sich vorstellen kann. Ich kenne nur noch einen, das ist also Kajan, der vielleicht den gleichen Wunsch und den gleichen Drang nach Perfektion hat wie Kleiber. Maestro Karajan is what we call the maestro. Karajan ist das, was wir den Maestro nennen, und er hat ein gewisses Alter. Kleiber ist fantastisch, super. Ich glaube, er ist mit Karajan einer meiner bevorzugten Dirigenten. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wenn ich aber gefragt werde, unter Kleiber zu singen, werde ich mich jederzeit zur Verfügung stellen. When they ask me to sing a role, a part in a theater, if Maestro Kleiber is conducting, I try to make myself available every moment. Was ist der Unterschied zwischen Karajan und Kleiber? But it's different, but I think they have one sensibility for Puccini is close. Sie sind verschieden. Ich glaube, sie haben zwar nicht dasselbe, aber ein ähnliches Gefühl für Puccini. Das lässt sich sehr schwer erklären. I'm very, very happy to sing with Kleiber because I feel with him like with Karajan. Ich bin sehr froh, unter Kleiber zu singen, weil ich mit ihm so fühle wie früher nur mit Karajan, als ich unter ihm Bohème sang. Er ist genial, er macht es etwas anders, aber ich verstehe das sehr gut und habe niemals Probleme damit gehabt. Very well, I never found problems with him, never. Do you understand? Verstehen Sie, dass er so schwierig ist? But yes, sometimes he is really more. Ja, manchmal ist er sehr sensibel. Das ist sein Problem. Er möchte wirklich Musik machen, etwas Wahrhaftiges, Echtes. Aber ich bin seiner Ansicht. Ich fühle mit ihm. Ich habe keine Probleme mit ihm. But I think in the same way. I don't find problem with him. Kleiber is a man very direct. He's a Kleiber ist ein sehr direkter Mensch. Er kennt die Musik, die er mag. Er kann besser Italienisch phrasieren als ich. Ich bin ein Lehrer, aber er versteht von der italienischen Sprache mehr als ich. Und das meine ich wirklich so. Verstehen Sie eigentlich, dass Carlos Kleiber so schwierig ist? Er ist es nicht für mich. Ich glaube, er ist ganz normal. Jeder Mensch sollte so sein. Nicht mehr und nicht weniger. Für mich ist er nicht schwierig. Er liegt genau richtig. Er verlangt das, was er will, und ich glaube, er verlangt es zu Recht. Möglich, dass es Leute gibt, die ihn wegen seiner Professionalität schwierig finden, aber die haben nicht recht. Bei Kleiber kann man einfach
nicht davon ausgehen, dass alles hingenommen wird, was da in jedem Betrieb passiert. Und es passiert leider wie in jedem Industriebetrieb sehr viel. Es kann alles passieren, was man sich denken kann. Carlos Kleiber auf einer Probe. Franco Zeffirelli hatte uns damals erlaubt zu filmen und Kleiber wollte sich dem Wunsch nicht widersetzen. Zu den Bohème-Proben wollte Kleiber das Fernsehen nicht zulassen. Seine Begründung, er sei mit dem Ergebnis der Probe noch keineswegs so zufrieden, dass es für die Öffentlichkeit bestimmt sei. Kleiber will sich seine idealen Vorstellungen nicht zerstören lassen. Sein Vorbild ist sein in Wien geborener Vater Erich Kleiber, ein Kämpfer für die Moderne, der aus Protest gegen die Nazis nach Südamerika emigrierte. Sie haben ja den Vater von Carlos Kleiber auch gut gekannt, Erich Kleiber. Wie war denn eigentlich dieses Verhältnis Vater-Sohn? Ist da ein bisschen dieses Verhältnis schuld, dass Kleiber so schwierig ist? Und kann man die beiden vergleichen? Seine große Verehrung gegenüber dem Vater gegenüber spielt sicher auch heute noch bei ihm eine große Rolle. Er hat lange Zeit sein Dirigieren auf die Werke abgestellt, die er von seinem Vater gehört hat. Und er hat sehr viel sehr vieles, was dem Vater eigen war. Er hat auch diese ungeheuren Willen zur Präzision, zur Perfektion, wie Erich Kleiber es gehabt hat. Und er hat auch diese Intransigenz gegenüber allen Schlampereien, das hat er auch vom Vater geerbt. Der Vater war ein großartiger Mensch und war gleichzeitig ein für mich sehr armer Mensch, weil sein größter Wunsch, in der Wiener Staatsoper zu wirken, und ich habe das selbst erlebt, wie er mir einmal nach einem Abendessen gesagt hat, kommen Sie, gehen wir um die Oper herum, denn das ist für mich das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und wir gingen dann um die Oper herum und er war fast zu Tränen gerührt. Nur zweimal hat Erich Kleiber nach seiner Emigration an der Wiener Staatsoper den Rosenkavalier dirigiert. Originalzitat von Erich Kleiber: Ein Dirigent muss wie ein Löwe sein, der die Tatzen tief in der Beute verkrallt hat. Sein Sohn Carlos, der in Argentinien geboren wurde, hatte Chemie studiert und wollte sich auf Bodenkultur spezialisieren. Erst nach dem Tod des Vaters kam er nach Wien und wurde Korrepetitor an der Volksoper. Der Star-Dirigent, der seit 1980 österreichischer Staatsbürger ist, sich an kein Haus oder Orchester fix bindet und mit dem man das große Geschäft nur in Ausnahmefällen machen kann, soll privat ganz anders sein. Ich habe immer die amüsantesten und die interessantesten Unterhaltungen mit ihm. Und ich glaube... Was ist er für ein Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben? Er ist ein sehr interessanter, gefühlsbetonter Mensch. Er ist überhaupt nicht das, was man einen Intellektuellen nennt, aber trotzdem ein sehr gebildeter Mann. Er weiß von allem alles Mögliche. Und er ist... von einem außerordentlichen Charme und er fängt einen wirklich richtig ein, wenn man mit ihm spricht. Auf der Bühne des Salzburger Landestheaters baut die Technik gerade für die heutige Abendvorstellung von Mozarts Don Giovanni auf. Es war im Jahre 1959, also vor 45 Jahren, da stand auf dem Programm des Salzburger Landestheaters die Oper Die verkaufte Braut. Am Dirigentenpult Carlos Kleiber.
Damals hätte kaum jemand im Publikum, vermutlich nicht einmal in der Kritik, gedacht, welch legendäre Dirigentenpersönlichkeit dieser Carlos Kleiber einmal werden würde. Er hat dann übrigens Ende des Jahres 1959 noch einmal hier in Salzburg dirigiert, und zwar eine Aufführung von La Bohème. Nach dem Tod von Carlos Kleiber haben viele dieser großen Dirigentenpersönlichkeit gedacht. Manche sagen überhaupt, er sei die bedeutendste Dirigentenpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts gewesen. Die Slowenische Philharmonie hat in einer besonderen Konzertaufführung dieses großen Dirigenten gedacht, der auch in Slowenien seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Carlos Kleiber, der Sohn des österreichischen Dirigenten Erich Kleiber, verbrachte seine Jugend in Argentinien, wohin seine Familie vor der drohenden Machtübernahme der Nazis geflohen war. Nach seiner Rückkehr nach Europa ging er zuerst als Korrepetitor nach Düsseldorf. Hier lernte er seine spätere Frau Stanka Bresova kennen, die es als Balletteuse aus dem heimatlichen Savorie in das Düsseldorfer Opern- und Balletthaus verschlagen hatte, wo sie als Solotänzerin engagiert wurde. Als Dirigent wurde Carlos Kleiber nicht nur auf den Konzertbühnen, sondern auch in Opernhäusern immer gefragter. Beim Dirigieren ging er so völlig in der Musik auf, dass es seinem Publikum regelrecht den Atem verschlug. Seine Frau gab mit der Zeit ihre Karriere auf, um ihn mit den beiden Kindern auf seinen Tourneen zu begleiten. Gemeinsam besuchten sie auch oft ihre Verwandten in Slowenien. Wir waren sehr eng befreundet. Alle Ferien verbrachten wir gemeinsam. 10 Jahre lang fuhren wir zum Campen nach Medulin an der kroatischen Küste. Mit Stanka, den beiden Kindern und Carlos. Vor 12 Jahren baute das Ehepaar Kleiber ein Ferienhaus im Dorf Konchica in der Nähe von Litia. Hier kamen sie oft, um die idyllische Landschaft zu genießen. Kleiber gab sich so natürlich und unkompliziert, dass die Einheimischen zunächst gar nicht ahnten, was für eine große Persönlichkeit sich in ihrer Mitte niedergelassen hatte. Doch die Leitung des Jugendblasorchesters Viva der Region Zagorje wusste nur zu gut, wer Kleiber war, und ihre Einladung nahm er gerne an. Er sagte, wenn ich als Kind solche Möglichkeiten gehabt hätte, das ist eine ganz wunderbare Sache. Das sollten Sie weitermachen. Denn so bieten Sie den jungen Menschen herrliche Voraussetzungen, um die Welt der Musik zu betreten. Carlos Kleiber trat zweimal als Dirigent in Ljubljana auf. 1980 mit dem Symphonieorchester des slowenischen Rundfunks und 1997 mit den slowenischen Philharmonikern. Carlos Kleiber war ein außergewöhnlicher Mensch. Er strahlte Güte aus, besaß Charisma und dennoch blieb er bescheiden und völlig anspruchslos. Wenn ich ihn fragte, ob ich ihm irgendwie behilflich sein oder irgendetwas für ihn tun könnte, dann nahm er das kaum jemals in Anspruch. Die slowenischen Philharmoniker spielten vor einigen Tagen ein Konzert in Memoriam des großen Maestro unter der Leitung des berühmten Dirigenten Riccardo Muti, der ein enger Freund und großer Bewunderer von Carlos Kleiber war. Er war ein Ausnahmemusiker. Er hatte einen vorzüglichen Stil und er kannte die Partitur bis ins Detail. Die Musik, die er aus den Noten hervorholen wollte, war tief und persönlich. Er experimentierte auch gern und war nicht übertrieben penibel. In seine Arbeit wollte er nämlich auch die Musiker einbinden. Nicht nur in musikalischer, sondern auch in menschlicher Hinsicht. In dem kleinen Dorf Konchica, unweit der Save, hat das Ehepaar Kleiber nun seine letzte Ruhestätte gefunden. Das Schicksal wollte, dass zuerst Carlos' Frau Stanka starb und knapp ein Jahr später auch der Maestro. Er wollte ohne großes Medienecho begraben werden, denn Publizität hatte er schon zu seinen Lebzeiten nicht gemocht. Carlos Kleiber war ein Familienmensch. Er liebte die Heimat seiner Frau und hatte auch die slowenische Sprache gelernt.
Slowenien ist stolz darauf, dass er gerade dieses kleine, abgelegene Dorf zu seiner letzten Heimat erwählt hat.